Ich werde mich heute als Mädchen in Brawl Stars ausgeben. Und ich möchte damit probieren, den ein oder anderen Spieler hops zu nehmen. Ah, ach, Snapchat. Dort weiterschreiben. Eieiei, okay, der geht direkt ins Eingemachte. Trage jetzt bei dir im Brawl Stars Shop Creator-Code Lukas ein, um ihn kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Yo Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja mal Leute, ich habe heute ein richtig witziges Video für euch vorbereitet. Und zwar werde ich mich heute in Brawl Stars als Mädchen ausgeben. Und ich möchte probieren, vielleicht den ein oder anderen Spieler komplett hops zu nehmen. Ich werde mich dann auch am Ende zu erkennen geben, dass ich doch kein Mädchen bin. Aber bis dahin probiere ich auf jeden Fall mal, den ein oder anderen Spieler ein wenig zu trollen. Ganz wichtig, Freunde, macht das Ganze bitte nicht nach. Das ist schon ein bisschen fies, wenn man jemand anders ein bisschen die Hoffnung macht, dass man vielleicht gerade mit einem Mädchen schreibt oder andersrum, dass vielleicht jemand gerade mit einem Jungen schreibt und es ist dann im Endeffekt irgendwie ein Kollege oder jemand hat einen einfach reingelegt. Das ist einfach ein bisschen doof. Ich spreche da vielleicht auch selber aus Erfahrung. Ich will nicht zu viel sagen. Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert unbedingt den Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Checkt doch gerne mal meinen zweiten Kanal aus, den Kevin Spielt Kanal. Das ist mein Gaming-Kanal. Auf dem Kanal kommt jeden Tag ein Gaming-Video online, was nicht Brawl Stars ist. Link ist auch noch mal in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an und schreiten für den Plan zur Tat. Freunde, am 16.07. um 11 Uhr auf meinem YouTube-Kanal ist es soweit. Es kommt ein neuer Song raus und zwar meine Selbstzerstörung. Es kommt ein Clash Games Diss-Track online, wo ich mich selbst disse. Und ich kann euch eine Sache sagen, der Diss-Track wird nochmal um einiges krasser und auch das Musikvideo wird um einiges krasser als der Lukas Brawl Stars Diss-Track. Also markiert es euch im Kalender und jetzt geht's weiter mit dem Video. Ja, Freunde, wo kann ich am besten Spieler finden, die dann bei mir in die Lobby reinkommen? Richtig, über Discord. Entweder über den Danita Discord zum Beispiel oder über den Boxer Discord. Es gibt da tatsächlich auch schon ein paar mehr Brawl Stars Discords. Und das ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, dass ich neue Spieler finde. Und dafür müssen wir uns jetzt ein Discord-Profil erstellen und das muss halt irgendwie ein Mädchen sein. Okay, Freunde, wir brauchen jetzt einen guten Benutzernamen. Also ihr wisst ja alle, dass ich eine Freundin habe. Und meine Freundin, ihr seht hier nochmal kurz ein Bild von ihr eingeblendet. Sie heißt ja tatsächlich Celine. Und ich muss sagen, ich mag den Namen Celine sehr gerne. Das heißt, ich werde mich jetzt auch irgendwie so nennen. Irgendwie. Ich nenne mich jetzt einfach Queen Celine. Einfach so. So, den Account erstellen wir jetzt. So, jetzt müssen wir natürlich unser Nutzerprofil bearbeiten. Jetzt machen wir erstmal einen anderen Avatar. So, ich habe jetzt sogar wirklich ein Bild von meiner Freundin genommen. Ich habe jetzt als Status einfach mal reingenommen. Brawl Stars Herz, Animal Crossing Herz. Einfach so ganz klischeehaft. Jetzt gehen wir auf Speichern. Der nächste Schritt ist, dass wir einem Server beitreten müssen. Und wir treten natürlich meinem eigenen Discord bei, dem Danita Discord. Ihr könnt natürlich auch gerne auf dem Danita Discord vorbeischauen, Freunde. Einfach über discord.gg beitreten. Ihr findet dort einen sehr aktiven Discord-Server, wo ihr Leute findet, mit denen ihr Brawl Stars pushen könnt und so weiter. Also lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen. So, jetzt sind wir auf dem Server und ich gehe jetzt hier einfach mal in den Global-Chat rein und schreibe jetzt einfach mal eine Nachricht. Okay, ich habe jetzt mal Hey geschrieben. So, ich bin mal gespannt, ob sich jemand direkt auch auf meine Nachricht meldet. Okay, einer hat mir schon direkt Hallo geschrieben. Hier der Phönix. So, ich habe jetzt mal geschrieben, wer von euch hätte Lust, noch ein wenig zu pushen? So, Freunde, natürlich brauchen wir noch einen möglichst realistischen Brawl Stars Account. Ich habe jetzt hier tatsächlich nur diesen Account gefunden. Lüge. Okay, Freunde, never mind. Ich habe jetzt doch noch einen anderen Account von mir gefunden. Ich weiß nicht mehr, was das genau hier für ein Account ist. Kann sein, dass das mal irgendwann von dem Opening oder vom Push-Battle war. Auf jeden Fall habe ich hier schon Level 7 und hier können wir uns auch umbenennen. So, als Profilbild machen wir erstmal Piper und den Namen ändern wir zu Queen Celine. Queen Celine und ein Prinzessinnen-Symbol. So, das heißt, Account ist auch vorbereitet. Jetzt wählen wir nochmal klischeehaft Piper in der Lobby aus, gehen auf Duo und jetzt gucken wir mal, wer sich gemeldet hat im Discord. Okay, tatsächlich gab es nur eine Rückmeldung, gerade nicht und für sowas ist die Hashtag Spielersuche da. Okay. Mr. Creepy, hi, suche einen sehr netten Mate im Brawl Stars. Alter sollte mindestens 12 bis 14 alt sein. Soll nicht höher sein als 15k Pokale mit Call. Wer hat Bock zu pushen? Also seht, ist ein cooler Raum. Hier kann man nach Spielern suchen. Steht doch hier oben. Und ich erstelle jetzt hier einfach mal eine Lobby
und schreib diesen Teamcode hier rein. Teamcode XWV4Q236. Okay, Nacht ist raus. Ich bin mal sehr gespannt, ob jemand in meine Lobby reinkommt. So, ab jetzt heißt es gerade mal kurz einfach warten. LOL! Oha! Okay, krass. Der ist direkt reingekommen. Digga, hat 50k. Was ist denn jetzt los? Okay, er schreibt Hi. Spiel mir Juwelenjagd. LOL? Wieso ist denn jetzt die Lobby direkt voll? Okay, ich schreibe jetzt einfach mal, könnt ihr mir helfen? LOL? Hä? Was geht mit seinen Emotes ab? Nice, das Discord-Call. LOL? Er hat geschrieben, nice, das Discord-Call. Ich schreibe jetzt gerade mal, bin gerade schon recht müde und liege im Bett. Ich weiß gerade nicht, der Kollege, der hier in der Lobby drin ist, der ist auch Love Kebab. Also sind wahrscheinlich zwei Zuschauer von mir, würde ich mal schätzen. Ich weiß auch gar nicht, ob mir sein Name bekannt vorkommt. Bin ich mal gespannt, Meister. Also wenn du hier ein Zuschauer bist, das musst du eigentlich wissen. Hä? Digga, Junge, was ist denn mit ihm? Er ist so total am Eskalieren. Ich habe jetzt gerade mal geschrieben, okay, was ist mit deinem Freund? Kommt er nochmal online? Ja, wenn du Call kommst. Oh nein. Och, Kollege. Was ist denn? Ich habe jetzt mal geschrieben, wie gesagt, es ist schon zu spät. Meine Eltern hören mich sonst. Hihi. Oh mein Gott, das ist schon ein bisschen cringe. Ich bin ehrlich mit euch. Er schreibt einfach nur okay. Hä? Er ist rausgegangen. Digga, ich verstehe gar nichts mehr. Ich verstehe gar nichts mehr. LOL? Jetzt irgendjemand anders hier drin. Flasi Carlo. Ich kicke jetzt mal erstmal ganz kurz den anderen hier raus. Ich habe jetzt mal geschrieben, hi, hast du Lust zu pushen? So, schauen wir mal, was er schreibt. Ja, können wir schon machen. Wie alt bist du? Digga, es ist schon ein bisschen unangenehm, ich bin ehrlich. Warte mal, wir schreiben mal. Queen Celine ist 17, oder? Ah, 16. Ich bin 16. Und du? Hä? Wieso wird das so zensiert? Ich bin 15. Ist das dein Profilbild im Danita Discord? Oh je, Mine. Wir schreiben mal so ein Emoji noch dahinter. Du bist sehr hübsch. Oh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also es ist zwar das, was ich erreichen wollte, aber es ist schon, weiß ich nicht, schon ein bisschen cringe, ich bin ehrlich mit euch. Dankeschön, ich komme aus Bremen. Und du? Ich komme aus der Nähe von Braunschweig. Kennst du das? Ja, Braunschweig kenne ich auf jeden Fall. Ich schreibe einfach mal, ja, ich kenne Braunschweig vom Namen. LOL? Was steht da? Das erste ist zensiert. Hä? Das ist ja immer noch zensiert. Ah, ach, Snapchat. Dort weiterschreiben. Eieiei, okay, der geht direkt ins Eingemachte. Hä? Wie ist das jetzt auch wieder zensiert? Okay, ich habe jetzt Insta nochmal geschrieben. Digga, warum kann man das denn so komisch nur schreiben? Er schreibt, okay, nicht schlimm. Sollen wir morgen spielen und gibst du mir dann vielleicht deine Nummer oder so? Oh. Cringe. Ich habe jetzt mal geschrieben, ich überlege es mir nochmal, wollen wir morgen reden, so mäßig, dass wir morgen Discord gehen. Er hat geschrieben, okay, ich adde dich hier und im Discord, okay? Oh Mann, Freunde, ich würde sagen, ich löse es jetzt hier gleich nochmal kurz auf, beziehungsweise ich schreibe ihn gleich auf Discord eine Nachricht. Ich danke euch fürs Zusehen und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Brawl Stars Video. Schreibt mal in die Kommentare, hättet ihr gedacht, dass es klappt? Und schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr meint, was mit dem ersten war. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.